Die Technische Hochschule Aachen ist für Spitzenforschung bekannt. Spitzenförderung angehender Wissenschaftler geschieht an der Graduiertenschule ACES. Dies sind Doktoranden des neuen Promotionsprogramms. Ihr Forschungsgebiet ist Computational Engineering Science, Ingenieurwissenschaft, die auf mathematischen Simulationen basiert. In ACES qualifizieren wir den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Schnittstelle zwischen Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Informatik. Unsere Ziele betreffen modellgestützte Methoden für die Entwicklung, den Betrieb und die Analyse von technischen Systemen. Soreh Ebrahimi stammt aus dem Iran und hat in Stuttgart Mechanical Engineering studiert. Das Fachgebiet der 27-jährigen Doktorandin ist Materialwissenschaften. Sie erforscht die genauen Abläufe beim Erstarrungsprozess von Legierungen, wie sie etwa in der Automobilindustrie Verwendung finden. We are now at the 2-year. Wir sind jetzt am Ende des zweiten Jahres unseres Projekts. Wir haben ungefähr 20 sehr gute Studierende gewinnen können, die meisten davon für das Promotionsprogramm. Als wichtigen Baustein der Graduiertenschule haben wir 13 Junior Research Groups etabliert. In der Graduiertenschule arbeiten Nachwuchswissenschaftler aus 4 verschiedenen Fakultäten bzw. Fachgruppen zusammen. Informatiker, Ingenieure, Geo- und Materialwissenschaftler sowie Mathematiker, wie Matthias Schlottbohm. Der 26-Jährige ist in der ersten Phase seiner Promotion und arbeitet sich in sein Fachgebiet optische Diffusionstomographie ein. Von der Betreuung her bin ich sehr zufrieden. Also es gibt hier so ein Betreuungsmodell, da hat man einen Senior Researcher und einen Junior Researcher. Mit dem Junior Researcher gehe ich fast jeden Mittag essen. Also wir haben einen täglichen Kontakt sozusagen. Der ist immer offen für alle möglichen Fragen und Antworten, die er dann hat. Die Doktoranden werden umfassend betreut, damit sie in ihrer Arbeit nicht den Überblick oder die Motivation verlieren. Sowohl Postdocs, promovierte Assistenten, als auch Juniorprofessoren leiten die Junior Research Groups, die Nachwuchsforschergruppen. Der österreichische Mathematiker Herbert Egger ist einer der Betreuer. Durch die Arbeit mit Doktoranden, die die besten Absolventen ihrer Jahrgänge sind, qualifiziert er sich auch für den eigenen Berufsweg weiter. Es gibt ganz klare Aufgabenverteilungen zwischen einem Junior-Betreuer, das wäre ich in diesem Fall bei Matthias, und einem Senior-Betreuer. Also es gibt auch im Hintergrund einen Professor, der wirklich gerade steht dafür, dass das alles korrekt abläuft. Und das jetzt wirklich in geregelte Bahnen zu bringen, ich glaube, das ist ein sehr innovatives Konzept und wird, denke ich, den Studenten auch ermöglichen, wirklich in schnellerer Zeit an das angestrebte Ziel zu gelangen. Die Graduiertenschule hat ein Service-Team, das von Dr. Nicole Faber geleitet wird. Was sich Doktoranden anderswo selber organisieren müssen, wird für die ausgesuchten Bewerber von den Mitarbeitern des Service-Teams übernommen. Und sie werden finanziell unterstützt, mit monatlich 500 Euro während des ersten einjährigen Kursprogramms und während der Promotionsphase mit monatlich 2000 Euro. Wir müssen fähig sein, unsere Doktoranden finanziell angemessen zu unterstützen. Und die Exzellenzinitiative hat uns hier sehr geholfen. Wir stehen im Wettbewerb mit den besten Promotionsprogrammen in den USA, die ihre Doktoranden sehr gut bezahlen. Wir müssen hier mindestens das Gleiche leisten. Nina Hamidi hat im Iran Mechanical Engineering studiert und wurde als Bachelor-Absolvent in die Graduiertenschule aufgenommen. Nun hat der 23-Jährige die Chance, nach anderthalb Jahren seinen Masterabschluss zu machen und dann binnen 3 Jahren zu promovieren, in einem zukunftsträchtigen Fachgebiet auf einem Top-Level. Ich habe mich für ACES entschieden, weil die Forschung hier intensiver betrieben wird als an allen anderen Schulen, die in Frage kamen. Dies ist das Modell einer Blutpumpe, wie sie als letzte Hoffnung Herzkranken implantiert wird. Mit dem 3D-Simulationsprogramm wird die Strömung des Blutes durch das Implantat simuliert, um dessen Bauweise möglicherweise optimieren zu können. Solche anspruchsvollen Aufgabenstellungen erwecken höchstes Interesse seitens der Industrie, an der Forschung der jungen ACES-Wissenschaftler und an den Doktoranden selbst.